Du fragst dich, was die Unterschiede zwischen einem PT100 und einem PT1000 sind? Dann bleib dran, denn in diesem Video gibt es die Antwort. Zuerst mal ganz grundsätzlich. Sowohl ein PT100 als auch ein PT1000 sind sogenannte Widerstandsthermometer, auch RTD genannt. Resistance Temperature Detectors. Konkret besteht so ein Widerstandsthermometer aus einem Kabel und einem Messwiderstand. Dieser Messwiderstand verändert seinen elektrischen Widerstand mit der Temperatur. Das Widerstandsthermometer wird dann an ein Messgerät angeschlossen, das einen Messstrom durch den Messwiderstand schickt. Hat schon viel Mess, ich weiß. Fakt ist, ein PT100 hat bei 0 Grad Celsius einen Nennwiderstand von 100 Ohm. Und ein PT1000? Richtig, Sherlock, 1000 Ohm. Ein PT1000 hat bei einer Temperatur von 0 Grad Celsius einen Nennwiderstand von 1000 Ohm. Und er hat eine steilere Kennlinie als der PT100. Er löst also genauer auf, was für dich im Endeffekt bedeutet, du bekommst präzisere Messergebnisse. So, jetzt aber Schluss mit lustig. Wir müssen jetzt kurz in die Zahlen einsteigen. Dazu verschwinde ich kurz aus dem Bild, aber keine Sorge, ich bin gleich wieder da. Steigt jetzt die Temperatur an unserer Messstelle, dann steigt auch der elektrische Widerstand des Messwiderstands und damit der Spannungsabfall am Messwiderstand. Bei 10 Grad Celsius hat ein PT100 schon 103,9 Ohm und ein PT1000 1039 Ohm. Soweit, so einfach. Wenn wir jetzt 5 Meter Kabel mit einem ganz normalen 2 x 0,22 Quadratmillimeter Querschnitt zwischen Messstelle und Messgerät haben, dann bekommen wir schon ein Problem. Denn wie wir wissen, haben Kabel einen Leitungswiderstand. Und der fließt hier voll in unsere Messung ein. Und zwar mit etwa 0,16 Ohm pro Meter Anschlussleitung. Bei 5 Metern macht das immerhin schon 0,8 Ohm. Bleiben wir mal bei unseren 10 Grad Celsius aus dem Beispiel gerade. Dann liegt bei einem PT100 mit so einem langen Kabel bereits ein Gesamtwiderstand von 104,7 Ohm anstatt 103,9 Ohm an. Das bedeutet, dass unser Messgerät anstatt 10 Grad Celsius 12 Grad Celsius anzeigt. Eine ziemlich deutliche Abweichung, finde ich. Pro Meter Kabel sind es dann immerhin 0,4 Grad Celsius, beziehungsweise korrekt formuliert 0,4 Kelvin. Probieren wir jetzt das gleiche mal mit einem PT1000. Bei 10 Grad Celsius hat er ja, das haben wir uns gerade schon angeschaut, einen Widerstand von 1039 Ohm. Addieren wir jetzt den Leitungswiderstand unseres 5 Meter langen Kabels hinzu, bekommen wir einen Gesamtwiderstand von ungefähr 1039,8 Ohm. Unser Messgerät zeigt anstatt 10 Grad Celsius nun also 10,2 Grad Celsius an. Das hört sich doch deutlich besser an als bei einem PT100 in Zweileiteraufbau. Aber warum ist das so? Ganz einfach, der Basiswiderstand ist mit 1000 Ohm das Zehnfache dessen eines PT100. Und deshalb verfälscht auch der Leitungswiderstand die Messung nur ein Zehntel so stark, also mit etwa 0,04 Kelvin pro Meter Anschlussleitung, anstatt 0,4 Kelvin pro Meter Anschlussleitung. Das heißt, ein PT1000 ist in Zweileiterkonfigurationen die deutlich bessere Wahl. Und das gilt umso mehr, je länger das Anschlusskabel wird. In einigen Applikationen wird trotz langer Leitungen immer noch auf PT100 Zweileiterschaltungen gesetzt. Aber das ist dann meistens rein preisgetrieben und nicht unbedingt eine technisch clevere Entscheidung. Wenn du einen PT100 trotz langer Leitungslängen verwenden möchtest oder musst, dann gibt es trotzdem Möglichkeiten, mit dem Leitungswiderstand fertig zu werden. Einerseits kannst du zum Beispiel auf eine Mehrleiterschaltung setzen. Was das ist und wie das funktioniert, zeigen wir dir in einem separaten Video, das ich dir hier oben verlinke. Die zweite Möglichkeit ist es, auf einen Messumformer bzw. Trendverstärker zu setzen. Und auch dazu verlinke ich dir hier oben ein separates Video von uns. Noch ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang, zu dem wir auch immer wieder Fragen bekommen, ist das Thema Eigenerwärmung des Messelements. Setzt man den gleichen Messstrom voraus, dann entwickelt ein PT1000 mehr Eigenwärme als ein PT100. Man kann einen PT1000 jedoch mit einem geringeren Messstrom betreiben als einen PT100, sodass sich die Eigenerwärmung des Messelements letztlich auf einem sehr vergleichbaren Niveau einpendelt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen hoch und teile es fleißig. Klick auf unser Logo, um unseren Kanal zu abonnieren und auf die Videoeinblendung für mehr Videos von den Temperaturprofis. Außerdem wirf einen Blick auf unseren Blog, den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.